Okay, that's cool. Ich hab's echt ein bisschen vor mir hergeschoben, aber endlich ist es soweit. Ich sage euch, was wir hier überhaupt machen in Namibia. Probleme, die wir erwartet haben und Probleme, die einfach aufgetaucht sind, mit denen niemand gerechnet hätte. Also wenn mich irgendjemand fragt, oh Adrian, was machst du oder so, sage ich irgendwas wie, wir machen Forschung über Forestry, also Abholzung. Also sagen wir es mal so, wie Bauern in Dörfern entscheiden und welche Incentives, Anreize wir ihnen geben können, damit sie nicht den Wald abholzen. Aber so ganz richtig ist es auch nicht. Wir beobachten eher das Verhalten von den Individuen. Das hat viel mit Psychologie zu tun. Aus dem Kontext sind es die Theorien der Behavioral Economics, die sich damit beschäftigen. Und natürlich würde es viel mehr Sinn machen. Klar würde es viel mehr Sinn machen, einfach in ein Dorf zu gehen, sich die Satellitenbilder anzuschauen, den Leuten zu sagen, okay, ihr kriegt Geld oder vielleicht sogar Düngerprodukte, wenn ihr den Wald nicht abholzt. Dann kommt man in 3 Jahren wieder, schaut sich an, was sich verändert hat, hat das was gewirkt und vergleicht das Ergebnis mit einem Ergebnis, was man vielleicht aus einem anderen Dorf hat, in dem man den Leuten einfach nur gesagt hat, bitte holzt nicht ab, ohne den Menschen Geld zu geben. Das kann man machen. Die Methode nennt sich Randomized Control Trials. Der große Nachteil daran liegt einfach darin, dass es super teuer ist und wir nicht die Gelder dafür haben. Was wir machen, sind Economic Field Experiments. Das heißt, unsere Annahme ist, dass die Leute hier im Dorf, in den Dörfern, realistischere Entscheidungen treffen können, weil sie mit den Problemen im Alltag zu tun haben, im Vergleich zu Studenten, die ins Labor gehen und dort die Entscheidungen machen. Wir spielen also mit den Participants einfach noch ein Spiel, indem wir sie fragen, wollt ihr abholzen und ein neues Feld gründen mit mehr Ertrag oder bleibt ihr auf dem alten Feld und schont dafür den Wald? Ein Feld auf frisch abgeholztem Land wirft einfach mehr Erträge ab. Vielleicht könnte man das Problem mit Düngemitteln entschärfen. Dafür fehlt den meisten Leuten in den Dörfern aber einfach das Geld. Deswegen muss der Wald herhalten. Dabei ist der Wald eigentlich ziemlich wichtig. Global, logisch, Stichwort Klimawandel, aber auch lokal für das Dorf. Die Leute können dort, die Bauern können ihr Vieh grasen, da Feuerholz, das sie aus dem Wald sammeln können, Zunder. Vor allem auch schützt der Wald gegen Desertifikation. Die Ökonomen sprechen hier von einem sozialen Dilemma. Wenn der einzelne Bauer ein bisschen Wald abholzt für ein neues Feld, gibt es immer noch genug Wald, in dem er sein Vieh grasen lassen kann. Wenn aber jeder so denkt im Dorf, ist halt bald nichts mehr vom Wald da ums Dorf herum. Bevor wir jetzt zu den Experimenten kommen, müssen wir uns erstmal um 1-2 Sachen kümmern. Die Orga. Also abgesehen von offensichtlichem wie Arbeitsvisum, Finanzierung, sonstigem, Hinflug, Unterkunft, können wir die Lokalsprache nicht. Wir brauchen also zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Sprache bzw. Sprachen sprechen, die gesprochen werden, kein Problem damit haben, einfach so mal für mehrere Tage von Dorf zu fahren, in Zelten zu schlafen und gleichzeitig auch selbstbewusst vor einer großen Gruppe in einem Village-Meeting auftreten zu können. Wir hatten ziemlich Glück. Wir haben Cyprian, Moses und James als tolle Mitarbeiter und Kollegen gefunden, hatten aber auch einige, die vorher schon abgesprungen sind. Stichwort Game Design. Für uns einfache Begriffe, die wir jeden Tag benutzen, müssen erstmal ins einfache Englisch und dann in die Lokalsprachen übersetzt werden. Wir müssen irgendwie sicher gehen, dass wir zumindest der Großteil der Menschen versteht, was wir hier machen. Wenn man einmal angefangen hat, Daten zu schreiben, kann man nichts mehr an dem Design und dem Protokoll ändern, ohne die anderen Daten, die vorher aufgenommen worden sind, nicht alle zu verwerfen. Alles, was gesagt wird, muss sich dementsprechend super gut überlegt werden. Protokoll, Ablauf, selbst kleine Handgriffe, da man was präsentiert. Jeder Vorschlag, der irgendwie wertend ist, jede Andeutung, jede Formulierung können das Ergebnis irgendwie verzerren. Wir haben uns zum Beispiel einmal 3 Tage lang überlegt, wie genau wir die Übersetzung des Wortes Spiel in Rokongali übersetzen. Wow! Randomisieren! Randomisieren! Um den Selection Bias ausschließen zu können,
müssen wir sicher gehen, dass wir alle Dörfer, die wir besuchen, aus einer Liste, aus einer Excel-Tabelle zufällig auswürfeln lassen. Kann auch sein, dass wir deswegen einfach mal in die entlegensten Ecken fahren müssen, nur weil der Zufall das so bestimmt hat. Einmal sind wir sogar fast ins Löwengebiet gekommen deswegen und sind dabei sogar noch stecken geblieben im Sand. Es sieht spannend aus, ist es aber nicht. Wenn wir jetzt vor 4 Stunden in den Wald gefahren sind, um ein Dorf zu besuchen, herausgefunden, dass dieses Dorf, was wir suchen, nur noch von einem Haushalt bewohnt wird. Alright, hold on. Should be fine. Übrigens wählen wir unsere Participants auch zufällig aus. Das kann aber halt auch bedeuten, dass man einfach mal durch Zufall irgendeinen alten Opa hat, der schon von vornherein nichts checkt, was wir ihm da erklären. Du sag mal, Adi, wie stellst du dir das eigentlich vor? Du gehst zum Dorf, stellst dich dem Headman vor und fragst ihn, ob du einfach am nächsten Mittwoch ein Village-Meeting organisieren kannst? Tatsächlich, genauso. Aber halt, vorher müssen wir noch zum König oder der Königin des jeweiligen Gebietes gehen, der Homper. Und dem müssen wir unsere Forschung vorstellen und abklären, ob wir in seiner Region Forschung machen dürfen. Wir sind endlich beim Village-Meeting angekommen. Das Dorf hat sich versammelt, meistens unter einem großen Baum. Es wird zusammen gebetet, danach stellen wir uns vor. Der Headman sagt vielleicht noch 1-2 Worte und danach kommen Cyprian und Moses, die erklären, was wir so vorhaben. Der Sack wird rumgereicht, die Leute ziehen Karten, rot, blau oder weiß, je nachdem in welche Gruppe sie eingeteilt werden. Wir teilen die Leute also in Treatment-Gruppen ein, erklären die Spielregeln, gehen sicher, dass alle es verstehen, machen einen Verständnistest. Und dann kann das Spiel beginnen. Nachdem dann alle ihre Entscheidungen getroffen haben, gibt es einen Survey. Wir stellen also jedem einzelnen Fragen, Alter, Bildung, Trust, also Vertrauen den anderen Menschen aus dem Dorf oder im Spiel gegenüber. Und das Ganze machen wir mit dieser App hier. Sobald wir unsere Daten gesammelt haben, stehen die uns eigentlich frei zur Verfügung und wir können loslegen mit statistischen und ökonometrischen Berechnungen. Die Datenanalyse. Du denkst, du bist fast am Ende, hast schon fast alle Daten gesammelt, schaust dir den Datensatz an, machst die ersten Regressionen, statistischen Berechnungen und dir fällt auf, nichts ist signifikant, kein Effekt zeigt sich, all deine Hypothesen, war doch eigentlich alles perfekt, oder? In der Phase ist es wirklich so, dass man sich überlegt, wo man überall Fehler gemacht hat. Die wildesten Theorien entstehen. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gesagt, erklärt. Hatte der eine Satz vielleicht einen Übersetzungsfehler? War die Übersetzung für das Wort Spiel vielleicht tatsächlich zu werten? Oder wirkt der White Man-Effekt, that's the thing, für mich anders als für Chris, meinen Forschungskollegen, weil ich halt vielleicht mehr arabisch aussehe? An so einer Stelle ist es tatsächlich recht einfach, Daten irgendwie zu manipulieren. Man könnte einfach bestimmte Daten rausnehmen und argumentieren, dass die da nicht gut reinpassen. Gerade die, die von vornherein nicht zu der Hypothese passen eben. An der Stelle heißt es, glaube ich, einfach ehrlich sein, denn am Ende zählen nicht die Sternchen auf dem Paper, sondern die Erkenntnis und die Wissenschaft. Ich bin jetzt mittlerweile wieder zurück in Deutschland. Wir hatten ja die Leute in Treatment-Gruppen eingetragen. Das heißt, die unterschiedlichen Gruppen hatten unterschiedlich viel Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Und andere Forscher haben bereits herausgefunden, dass mehr Kommunikation auch zu mehr sozialem Verhalten, zu mehr Kooperation führt. Also der Wald öfter oder mehr dadurch geschützt wird. Wir scheinen aber mit unseren Ergebnissen ein Phänomen gefunden zu haben, das tatsächlich neu ist oder so noch nicht gefunden worden ist. Was das genau ist, können wir erst sagen,
wenn wir das wissenschaftlich methodisch korrekt darlegen können. Das heißt, nicht in diesem Rahmen des Videos. Was wir aber sagen können, ist, dass keiner damit gerechnet hätte mit diesen Ergebnissen. Wenn wir also mal damit fertig sind, was wird dieses Projekt eigentlich gebracht haben? Zum einen mal können Forscherinnen und Forscher daran anknüpfen, was wir herausgefunden haben. Zum anderen, und das lässt sich natürlich nur hoffen, dass mit den Forschungsergebnissen Regierungen oder NGOs einen Nutzen daraus ziehen können und das dann implementieren können in ihre zukünftigen Policies.